Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Jetzt kommt der versprochene Brautlook für die liebe Sunny. Also nicht wundern, das wird ein komplettes Tutorial. Was muss ich dazu noch sagen? Ich glaube, es wird nicht so perfekt, weil ich habe einen Brautlook, wie gesagt, noch nie so wirklich geschminkt. Bilder in dem Hochzeitskleid, das sie in ihrem extra Unboxing, extra large, kann ich euch ja nochmal in der Infobox verlinken, mir geschenkt hat, heftig dann in einem Thumbnail an. Also schaut dann einfach auf das Bild, was ihr dann in der Startleiste seht. Das ist dann das Kleid, was ich dann zu dem Zeitpunkt anhatte. Das hatte sie auch auf Facebook gepostet. Und diesbezüglich hatte ich ja die Aufgabe, einen Brautlook zu schminken. Ich habe mich dann jetzt dazu entschieden, aus den Produkten aus meinem Weihnachtsgeschenke, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, Raubzug, Geschenke-Video sozusagen, die Produkte teilweise zu verwenden für diesen Brautlook, weil eine Abonnentin sich gewünscht hat, dass sie sich damit ein Schminki wünscht. Ich glaube, Lisa for Beauty irgendwas, wenn ich jetzt den Namen noch richtig in Erinnerung habe. Ansonsten schreib mir einfach nochmal drunter, ob du das gewesen bist. Und ja, das wollte ich jetzt umsetzen. Eine wollte auch wissen, wie lange der ein Lippenstift hält und so. Und das werde ich jetzt alles mit in diesen Brautlook sozusagen verbauen. Und ich habe mir jetzt ein bisschen die Haare gelockt und Mausi hat mir erst geraten, mach doch eine Hochsteckfrisur. Ich bin aber nicht so der Hochsteckfrisur-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir sieht es einfach doof aus, weil ich ein rundliches Gesicht habe und nicht ganz so schlank bin. Deswegen habe ich mir einfach hier so eine Perlenhaarreif in die Haare gemacht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Haare ein bisschen zusammen und unten gelockt. Das ist meine Hochzeitskette. Die habe ich mal vom Primark aus einer limitierten Edition dort gekauft. Ich glaube, die hat 10, 12 Euro gekostet. Gab es dann danach, glaube ich, nicht mehr. Und ja, die würde ich auch tragen, wenn ich heirate. Ich bin aber, was Hochzeitskleider anbetrifft, eher so der schlichte Typ. Das Kleid, was Mausi mir geschenkt hatte, war auch hübsch. Es war mal lustig zu sehen, wie man in einem Brautkleid aussehen würde. Lustigerweise passte es mir auch. Und ja, aber ich selber bin eher der schlichte Typ, würde etwas mit mehr Ausschnitt wählen und etwas schlichter und wallender. Aber wie gesagt, das wäre so auch so eine Kette, die ich an meinem Hochzeitstag tragen würde oder halt, wenn ich heirate. Aber dazu muss ich sagen, wenn ich jetzt wirklich heiraten würde, wäre ich wahrscheinlich so nervös, dass ich es gar nicht hinkriegen würde, mein Make-up selber zu schminken. Ich glaube, ich würde mir da irgendjemand, eine Visagistin auf meiner Arbeit meines Vertrauens irgendwie raussuchen und mich an dem Tag schminken lassen, weil ich glaube, dass ich viel zu nervös wäre, um mich richtig zu schminken. Aber für die Leute, wie ich meinen eigenen Brautlook machen würde, kommt jetzt sozusagen mein Brautlook. Ja, Schmucktechnik. Achso, was wollte ich noch zeigen? Das ist der MAC LE Nagellack aus meinem letzten High-End-Haul. Da lädt gerade der zweite Teil hoch, weil ich das, wie gesagt, splitten musste. Ich bin aus dem falschen Knopf gekommen, die Speicherkarte war voll und ich wollte es aber nicht zusammenschnippeln, weil dann die Qualität leiden würde wegen den Farben. Und das wollte ich wiederum nicht. Deswegen gibt es diesbezüglich zwei Teile. Und das ist, wie gesagt, dieser Modern Movement aus der MAC Lightness of Being LE und der passt meines Erachtens auch wunderbar zu einem Brautlook. Schön ins Frühjahr rein, schön frisch, schön dezent, schön natürlich, aber trotzdem vorhanden, dass man ihn sieht. Und ich finde ihn wirklich, mein Freund mag ihn nicht so, ich finde ihn ganz, ganz toll, so für den Alltag. Es ist wirklich so ein schönes, verwaschenes Lavendel mit so ein bisschen braunen Einschlag und ja, ich liebe ihn. Ja, aber jetzt kommen wir zum Look. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich baue hier wieder meine Konstruktion mit euch auf und schminke mit euch. Ich zeige euch die Produkte natürlich und wie ich das machen würde. Und dann sabbel ich ein bisschen dabei. Ich klemme die Haare mal hier so ein bisschen nach hinten, damit man auch was sieht. Wie gesagt, das ist meine Interpretation eines Brautlooks. Ja, ich habe ein Peeling vorher gemacht, einen Primer aufgetragen. Das ist alles schon auf dem Gesicht, schön gepflegt und alles. Und was Weißes an, weil ich mir denke, das passt dann besser zu so einem kompletten Brautlook. Na, ich habe dann noch ein Oberteil drauf, aber wie gesagt, das sieht man jetzt in der Kamera durch die Kette sowieso nicht. Die Kette soll ja mehr so im Fokus sein, damit das Ganze so ein bisschen dezent aussieht. Ohrringe würde ich jetzt nicht machen, weil ich so einen Haarreif habe. Also ich denke auch an einem Tag wie einen Hochzeitstag soll alles so ein bisschen den ganzen Tag halten. Man nimmt sich nur so ein, zwei Sachen mit, um vielleicht mal bei der Feier nachzutragen, aber man soll sich trotzdem mit dem, was man trägt, wohlfühlen. Es soll einen selbst so ein bisschen widerspiegeln. Deswegen bin ich natürlich diejenige Person, die nicht so ein dezentes Auge schminken würde, sondern ich würde schon, so wie ich das an sonstigen Tagen auch mache, etwas kräftigeres schminken, weil ich mich damit einfach wohler fühle. So, dann fange ich jetzt an mit der Bobbi Brown Foundation. Und zwar Longwear Even Finish Foundation SPF 15 in der Farbe Porzellan 0. Also der hellsten Farbe, die jetzt noch verfügbar ist, weil ich denke, ich will eine Foundation haben, die etwas stärker deckt,
an diesem Tag und dann nehme ich 1, 2, so 3 Pumpstößchen, weil ich einfach gerne möchte, dass meine Haut aufgehellt ist an diesem Tag. Und ich nehme dann noch ein bisschen für die Stirn, weil da kommt nicht so viel raus. Und ich muss eine etwas stärkere Deckkraft haben, weil ich mich den ganzen Tag damit wohlfühlen möchte. Und ich möchte ja auch, wie gesagt, ja, die wird sich ja dann auch noch meistens setzen und ich trage die trotzdem mit den Fingern, verteile ich die schon mal. Das mache ich beim Make-up immer. Viele werden jetzt sagen, dass das zu viel ist von der Foundation her. Ich bin der Meinung, ich brauche so eine gewisse Abdeckung. Das ist für mich einfach essentiell. Gerade an so einem wichtigen Tag wie der Hochzeit und so. Und von daher würde ich natürlich nicht ganz so viel tragen, schminktechnisch, wie ich jetzt sonst so trage. Aber auf jeden Fall genug, sodass ich mich auch wohlfühle. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich finde, die macht halt sehr hell. Und das mag ich ja bei mir besser als zu dunkel. Ich mag das lieber immer ein bisschen heller. Ja, jetzt habe ich hier so ein Tuch. Damit tue ich mir zwischenzeitlich die Hände abwischen. Da benutze ich gerade diese neuen BB-Tücher, die es jetzt irgendwie von dieser neuen Reihe neu gegeben hat. Mit Touch of Lotus Flower irgendwas. Bin mal gespannt, wie die sind. Ich benutze die. Haben ganz angenehmen Duft, sind nicht so bappig wie die anderen. Aber wie gesagt, ich bevorzuge eher Balea-Tücher. Oder die von Rossmann. Ja, jetzt habe ich das mit der Foundation erreicht, was ich erreichen wollte. Jetzt würde ich zum Schritt 2 übergehen. Die Foundation kann sich in der Zeit ein bisschen setzen. Ich würde Concealer auftragen. Und da würde ich von Astor diesen Perfect Stay Oxygen Fresh Concealer 24 Stunden auftragen, den ich auch von der Mausi bekommen habe, und würde da anfangen, meine üblichen Partien wie unter den Augen, das würde ich auch an dem Tag so machen, zu highlighten. Und was ich an dem nochmal besonders toll finde, ist, dass er halt eben auch schön hell macht. T-Zonenbereich, da klingelt es gerade. Der Postbote wird das jetzt wohl mal in die Garage tragen müssen, denn ich erwarte noch ein Paket von Orsay. Ja. Würde damit auch Pickelchen abdecken. Ja, und mehr würde ich halt nicht machen. Jetzt sehe ich ziemlich lustig aus. Und jetzt würde ich halt eben meinen Beauty Blender nehmen, alle Pinsel schön gewaschen, selbstverständlich, aufgrund von Bakterien. Ne? Das sollte ich immer darauf achten, dass Pinsel immer ordentlich gewaschen sind. Und dann würde ich anfangen, das einzubuffern. Und da die Foundation so schön hell ist, finde ich, sieht man zumindest, ich hier im Spiegel sehe ich das, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Kamera aussieht, tut sich das Ganze wirklich schön in die Hautebenen, aber trotzdem noch ein Tick weit ein bisschen diese Partien aufhellen. Und das will ich ja auch. Wenn ihr heiratet, was würdet ihr an eurem schönsten Tag tragen? Würdet ihr euch da auch eher schminken lassen oder würdet ihr euch selber schminken? Das würde mich mal interessieren. Ich bin ja tendiere eher dazu, dass ich mich schminken lassen würde, weil ich viel zu viel Schiss habe, dass ich mein Make-up einfach verhaue und dann bei der Trauung scheiße aussehe. Weil man möchte natürlich auch an dem Tag der Tage schön aussehen. Das ist so meine Intention. Ja. Ich würde trotzdem aber auch nicht zu viel Concealer auftragen. Weil wenn man zu viel aufträgt, sieht es auch zu gemacht aus. Man soll schon noch sehen, dass das Haut ist. Und ich finde, da muss man es auch nicht übertreiben.
Ich würde jetzt mit ein wenig Concealer über diese eine Stelle hier nochmal gehen. Die gefällt mir noch nicht ganz so gut. Ein wenig. Oh, ich bin immer noch total übermüdet. Wir haben gestern 4 Folgen von Walking Dead Staffel 4 geguckt. Ich habe das ja von meinem Schwiegereltern zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wie gesagt, mit zusammen mit einem Gutschein. Und ja, das ist jetzt gerade wieder so spannend. Und mein Freund kommt ja nach der Schicht abends erst um 22.30 Uhr nach Hause. Und dann sitzen wir da mindestens noch bis 1 Uhr. Und ich habe ja gerade noch eine Woche Urlaub. Sitzen danach und tun uns Walking Dead angucken. Ja, das merkt man dann gleich wieder morgens, weil man ist dann morgens so übermüdet noch und kommt gar nicht aus den Federn. Furchtbar. Ja. Gefällt mir ganz gut. Ich sehe jetzt natürlich ein bisschen käsig aus, Farbe kommt aber gleich ja noch ins Gesicht. Lasst euch nicht von meinen Pusteln auf meinem Dekolleté ablenken. Ich habe da irgendwie momentan so ein Problem mit einem Deodorant und seitdem kriege ich da immer so Ausschlag und da weiß ich ganz genau, dass ich irgendwas wieder nicht vertrage. Ja, aber es soll ja halt zum Glück ums Gesicht gehen. Ich habe die Aufgabe schon so lange in der Pipeline. So, ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen setzen. Und jetzt würde ich mich erstmal meinen Augenbrauen widmen. So, da brauche ich jetzt als allererstes erstmal meinen Augenbrauenpinsel. Wo ich den auch wieder versteckt habe, da ist er. Von Real Techniques. Dieser angeschrägte. Und da würde ich heute, zur Feier des Tages, würde ich dann eher was Helleres bei einer Trauung verwenden. Und zwar den Catrice Starlight Espresso, so einen Grauton. Schön matt. Den kann man auch wunderbar als Lidschatten benutzen, wie gesagt, für das er auch eigentlich gedacht ist, aber Blonde benutzen den auch gerade so als, ja, als Augenbrauen. Und ich mag den eigentlich auch, weil er ein bisschen dezenter ist als der dunkle Braunton, den ich sonst immer verwende. Ich habe zwar keine aschigen Haare, aber ich habe einen hellen Hautton und ich finde, dazu sieht das Ganze eigentlich auch immer nicht schlecht aus. Und ich finde, er ist für mich fast für meine Verhältnisse ein bisschen zu dezent. Da würde ich gucken, dass ich wirklich, weil bei mir muss ich mal gucken, hier habe ich in meinen Augenbrauen, die haben zwar eine ganz annehmbare Form drin, aber ich finde, die haben immer so, wie soll ich das sagen, so Lücken. Also hier und da. Hier so mal. Und deswegen muss ich da immer gucken, dass ich was Deckendes nehme, dass diese Lücken ausgefüllt sind, damit die Augenbraue vollständig aussieht. Und diese Form von diesen angeschrägten Pinseln ist super dafür geeignet, diese Lücken aufzufüllen. Ich tupfe das dann immer so auf und verstreiche das nach hinten. Ich gehe danach dann sowieso meistens nochmal mit dem Augenbrauengel drüber. Dann wird das dezenter. Dann ziehe ich den Strich meistens hinten ein wenig raus, gucke, dass es auch relativ gleichmäßig ist. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Wie sieht das in der Kamera aus? Ja, ich brauche ein bisschen stärkere Augenbrauen. Meine Augenbrauen sind sonst, das hat mir sogar schon mal mein ehemaliger Mitbewohner gesagt, meine Augenbrauen sind sonst gar nicht vorhanden. Ja, oder sieht das zu extrem aus? Ich muss zwischenzeitlich auch mal auf den Bildschirm gucken, dass das auch vernünftig aussieht. Ja, das ist okay. Kann ich mitleben. So, jetzt würde ich ein schön Augenbrauenpuder nehmen. Ich nehme Augenbrauengel schon. Heute kann das in den Schritten, wie ich das sonst immer alltagstechnisch mache, auch hier und da ein anderer Schritt sein. Liegt dann wahrscheinlich daher, dass das ja natürlich ein besonderes Make-up sein soll. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl, ohne das besonders vorzubereiten. Was haltet ihr eigentlich von solchen Make-up-Tutorials? Schaut ihr die bei mir sehr gerne? Ich glaube schon, dass das immer recht, ich sehe das ja auch von der Aufrufzahl, recht interessant für euch ist.
weil ihr die Produkte auch bei Halls, dass ich das direkt alles mit Schminki einbaue. Mögt ihr das oder soll ich das eher weglassen? Ich finde es halt eben, das mag ich bei Mausis Videos ja auch immer so gerne, weil man die Produkte gleich im Einsatz sieht und vielleicht unter Umständen, wenn man sich selber kaufen möchte, sieht, wie die Farbe aussieht. Das gefällt mir daran so gut. Ja, berichtet mir einfach mal. Und dann nehme ich was zum Konturieren. Und zwar, dann nehme ich den P2 WhatsApp Beach Babe Bronzer. Aber da ich das jetzt nicht zu dunkel machen möchte, nehme ich mein neu erworbenes Schätzchen von MAC. Nur, um hier hinten ein wenig zu bronzen. Um einfach ein wenig Kontur in das gesamte Make-up reinzukriegen. Und weil die Kontur ist ja jetzt durch das helle Make-up natürlich weg. Und ich belasse das heute auch recht weit hinten, weil ich das eigentlich auch nicht zu weit haben möchte. Also zu weit nach vorne haben möchte. Da wirkt das Gesicht gleich wieder etwas, ja, dreidimensionaler einfach. Und ich finde, das kann man mit diesem Blush Highlighter Konturpinsel von MAC 3 in einem echt gut machen. Und es verblendet das auch gleich recht schön. Und dabei kann man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Wie gesagt, es ist ja Hochzeit. So. Jetzt hätte ich damit konturiert. Der war ja sehr, sehr gehypt gewesen. Fokussiert sie auch richtig. Ja. Jetzt würde ich schon meine MAC Painterly Paint Pot auftragen. Weil ich jetzt als nächstes dann zum Blush übergehen würde. Auch immer, dass hier ein bisschen unter den Augen aufgetragen wird, da wo möglicherweise auch Lidschatten, Eyeliner etc. hinkommt. So, als nächstes würde ich mich jetzt um den Rouge kümmern. Da benutze ich von Benefit das Rockateur. Das ist ein wunderschöner Alltagsrouge und wirklich wunderbar geeignet, finde ich persönlich für Hochzeit, weil der wirklich auch dezent ist und schön alltagstauglich und trotzdem sichtbar. Da werde ich meinen fluffigen Real Techniques Pinsel nehmen und da so reinstipsen und den über die Kontur setzen. Und das gefällt mir mit diesem fluffigen Pinsel gerade nicht so gut. Ich möchte es ein bisschen zentrierter und benutze wieder den hier. Ich glaube, das könnte mein neuer Lieblingspinsel werden, weil man das mit dem so schön applizieren und zentrieren kann und man wirklich das Produkt dadurch auch gleich sieht, wo man es aufträgt. Weil mit so einem fluffigen Pinsel geht das unter Umständen wirklich ein bisschen schneller verloren. Und das vermische ich schön zusammen auch mit der Kontur. So.
So. Und jetzt würde ich ein bisschen ausdipsen. Jetzt würde ich noch über das Puder ein bisschen Bobbi Brown, den habe ich auch noch nicht ausgetestet, in Nektar diesen Schimmerbrick benutzen, um ein bisschen zu highlighten und gleichzeitig hier oben noch ein bisschen Wow-Wow-Effekt zu geben. Mal kurz gucken. Das Produkt sah so aus. Und da gehe ich jetzt auch nochmal in all diese wunderschönen Farben. Würde einfach noch mal ein bisschen Schimmer dazu geben. Oh ja. Das sieht wirklich wunderschön aus. Oh. Ein wirklich wunderschönes Produkt. So ein richtig honigfarbener, gelb-goldener, warmer, peachiger Schimmer, der sich jetzt 1A mit dem Rockateur verbindet. Also wirklich toll. Der Abdeckprodukt. Sieht es mittlerweile aus, ja. Ja, jetzt würde ich wieder, ihr Lieben, zu etwas greifen, was ich noch nicht verwendet habe. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie das funktioniert. Nämlich von jetzt von Dr. Hauschka so eine Puderabdeckungsdose. Und da benutze ich von der lieben Mausi auch bekommen ein HD-Puder. HD-Puder soll ja auch sehr toll sein, gerade so Filmpuder. Ich will mal kurz gucken, wo ich das hatte. Von, ich glaube, vielleicht mal gucken, wie ich das mache, von Michaela Konrads so eine Probe bekommen. Und das soll ja auch sehr, sehr toll sein, weil das so Beauty-Puder ist oder so. Ich glaube, jetzt habe ich zu viel verwendet. Da muss ich gucken, dass ich jetzt damit nicht zu sehr rumsaue. Hier habe ich jetzt das Produkt. Ich glaube, ich habe viel zu viel verwendet. Und da werde ich mal schauen, wie das funktioniert. Das werde ich mir nachher in so ein Döschen umfüllen. Ich glaube, das ist besser zur Handhabung. Und dann nehme ich meinen geliebten Ebelin Puderpinsel und stüpse da mal kurz so rein. Klopfe das auf jeden Fall aber auch richtig ab. Ich glaube, davon braucht man echt nicht viel. Und dann mache ich auch nochmal bei so losem Puder den hier, um das richtig in den Pinsel auch reinzu. Und dann kommt das auf die Haut. Und ich merke eine sofortige Mattierung. Interessant. Und mache wieder den hier. Gehe damit über die Augen. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe das hier im Spiegel sehr gut. Die Haut ist optimal mattiert. Und zwar ohne, dass es dabei irgendwie pudrig aussieht. Wow. Ich glaube, das könnte, wenn das länger jetzt hält, ich werde das natürlich testen. Könnte natürlich das Puder sein. Das ist, und da habe ich immer noch, ihr seht, ich habe jetzt vielleicht 2-3 Mal genommen, da ist immer noch so viel Produkt drin. Also da muss ich gucken, dass ich mir das irgendwie mal umfülle. Aber ich finde, wow. Wahnsinn. Ja, gefällt mir. So, jetzt würde ich natürlich weitermachen mit Augen, Lidschatten. Und da würde ich von Benefit, den hatte ich auch in meinem Geschenkevideo,
den Skinny Jeans benutzen als Unterlage. Und den würde ich aufs bewegliche Lied jetzt packen. Oh, der ist so toll. Warum mache ich das mit dem Finger? Das war jetzt vielleicht nicht so klug. Den vielleicht lieber mit dem Pinsel auftragen soll. Aber mit dem Pinsel ist er noch stärker. Und ich wollte das hier ein bisschen verwischen, weil es ja nur eine Unterlage wirklich sein soll. Und Leute, heute regnet es wieder den ganzen Tag bei uns und morgen soll ja so Orkansturm bei uns sein. Boah. Gar nicht schön. Ja, das ist wie gesagt die Farbe. Wunderschöne Farbe, die ich meiner Meinung nach dann auch super so tragen kann. Also wirklich extrem kräftig. Aber das muss jetzt gar nicht ordentlich sein, denn es soll wirklich nur als Unterlage dienen. Ich bin gerade geschmiert. Ja. Und darüber würde ich jetzt mit einem Pinsel gehen und mit meiner neu erworbenen Bobby and Kate Palette, die ich finde perfekt passt für Brautlooks. Ich zeige sie euch nochmal. Und da hatte ich vor, was machen wir denn da jetzt? Diesen schimmernden Weißton, Weißchampagnerton aufs komplette bewegliche Lied aufzutragen. Und der schimmert und glitzert auch wirklich nur so extrem und passt sich optimal. Meiner Meinung nach mit dem Skinny Jeans an, weil der Skinny Jeans dadurch natürlich heller wird. Aber von der Farbe vom Skinny Jeans trotzdem noch etwas zu sehen ist. Nur halt eben glitzernder, strahlender und funkelnder. Ja, und das würde ich schön auf das Lied pressen. Ich glaube, ich mache sogar ein bisschen Fix Plus drauf. Das habe ich nämlich hier auch stehen, um das noch intensiver zu machen. Und gehe dann nochmal in diesen schöne Farbe. So, jetzt habe ich das schon auf dem Lied. Jetzt würde ich den Pinsel säubern. Zwischenzeitlich würde ich jetzt schon, das ist jetzt auch spontan, wie ich das machen würde. Ich würde jetzt mit diesem, ich würde das jetzt erstmal trocknen lassen und würde etwas Weißes aufs komplette untere Lid packen. Den auch von Norville. Ich kann euch ja auch mal reinzoomen. Ich weiß gar nicht, ob das beim Augen-Make-up sinnvoller ist. Ich lasse es jetzt aber erstmal noch. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Wenn ihr lieber reingezoomt werden solltet, könnt ihr mir auch mal berichten, ob euch das lieber wäre, zum besseren Farben erkennen sozusagen. Jetzt suche ich meinen
applizieren tun. Jetzt würde ich erstmal kurz noch MAC Prep and Prime auf die Lippen auftragen. Und den Lippenstift länger haltbar zu kriegen. Und meine Lippen sehen richtig geschunden aus, aber ja, mein Gott, ich hoffe, dieser Prep and Prime, der hilft da so ein bisschen. Und jetzt würde ich mit einer Cosmeticos Präzisionspia würde ich eine Mischung aus diesem und diesem Ton auf meinen Lidfalte, in meine Lidfalte befördern. Und das praktisch erstmal ein bisschen zu verdunkeln. Das Ganze auch ein bisschen in das V rein und an unteren Wimpernkranz. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Das gibt zusammen so einen schönen rosenholz-rauchigen matten Braunton. Der das Auge doch gleich schöner aussehen lässt. Und das muss auch gar nicht ordentlich und nicht verblendet sein, weil wie gesagt, das kommt ja alles noch. Pinsel wieder säubern. So. Jetzt würde ich nochmal mit einem flachen gebundenen Pinsel eine andere Farbe, und zwar diese hier, auf das bewegliche Lid geben, um nochmal eine intensivere Farbe zu haben. Ja, weil das ist mir jetzt noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Und das verblende ich ein bisschen mit der oberen Farbe. Und ihr seht, wie schön das auffällt und das dem Look gleich noch was Besonderes gibt. Weil dieses rosa Geglitzere alleine jetzt aufs bewegliche Lid gefällt mir jetzt nicht ganz so. So gefällt mir das schon viel besser. Ja, die Palette ist doch eigentlich ganz nützlich. Hätte ich jetzt gerade nicht gedacht. So für so dezente Looks. Und trotzdem kann man damit was Schönes schminken. Also ich bin bis jetzt recht begeistert. So, dann haben wir das. Jetzt würde ich noch mit einem Lidschattenpinsel von Ebelin oder verblende Lidschatten, würde ich diese unterste Farbe noch ins äußerste V ein bisschen zum Verdunkeln geben. Als letzten Clou sozusagen. Ich hoffe, ihr könnt auch alles gut sehen. Das auch auf.
anderen Seite. Das sieht doch schon mal so aus wie von mir. So, dann würde ich nochmal mit dem flachen Pinsel in diesen schönen Champagnerton und das nochmal nachtragen hier auf dem beweglichen Lid. Ja. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Ja. So. Dann wäre das erstmal schnell der Ausgangslook. Jetzt würde ich als Schnelligkeit gleich noch was mit einem. Ich brauche gleich meinen Verblendepinsel wieder. Und ein Innenwinkelpinsel von auch von Evelyn für 1,15 gab es den mal. Ich glaube, den gibt es jetzt gar nicht mehr. Dann würde ich erstmal einen helleren Ton, den hier, in den Innenwinkel packen. Erstmal als Unterlage. Und die Palette würde ich dann jetzt erstmal. Die kann man nochmal fürs untere. Da ist noch ein schöner Kajal drin, den kann ich nochmal für den unteren Wimpernkranz benutzen. So ist die Palette jetzt eigentlich nicht schlecht. Ich habe die jetzt ausgetestet. Ist nicht übel. Für jeden Tag, für mich auf jeden Fall, wäre das eine Palette, wo man sagen würde, findet man auf jeden Fall schöne Töne. Ich habe es mir richtig überlegt, man kann damit auch gerade so ein schönes Brautlook-Ding kreieren. Und ich habe da jetzt doch schon ganz schöne Farben gefunden. So, jetzt würde ich erstmal einen Eyeliner machen. Also Eyelinerstrich mit Essence Dip Dauer, weil Eyelinerstrich muss immer sein. Sonst finde ich, sieht das Make-up irgendwie unvollständig aus. Recht auch ohne Wing, weil ich will so dezent wie möglich, es soll nicht zu viel Schnickschnack, weil es muss ja den ganzen Tag halten. Das war's schon. Geht heute recht schnell. Mit dem Eyeliner, das ist immer die Königsdisziplin. Ich mag gerade so flüssig Eyeliner, weil ich mag das schon, wenn es ein bisschen schwärzer ist alles. Und üben. Erst sanfte Strichchen ziehen, sich dabei Zeit lassen. Dann klappt das auch für die Leute, die da draußen Angst davor haben. Und jetzt mache ich wieder diese Abdeckfolie in die Palette rein. Lasse ich das auch kurz trocknen, bevor ich mich an die Wimpern mache. Jetzt würde ich erst kurz dann diesen weißen Stift auftragen. Im Innenwinkel. Und verblenden. Sieht es gleich schon mal ein bisschen matter aus. Und dann würde ich schon mal den Lippenstift auftragen, und zwar den Estee Lauder Crystal Baby
Und das ist diese wunderschöne Farbe. Und wie ihr seht, ist das was Dezentes. Fühlt sich pflegebalmähnlich an. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne, frische, fruchtige Farbe. Und ich hoffe, mit dem Prep and Prime darunter hält der lange. Also ich finde, das passt sehr, sehr gut zu so einem Art Braut-Make-up. Und schmeckt auch lecker. Fruchtig irgendwie. Sehr interessant. Ja, jetzt würde ich verblenden und das mache ich wieder mit meiner geliebten Sueva Natural Yours Palette. Mit den beiden helleren Farben. Der für oben und die für unten. Und da benutze ich wieder meinen For Your Beauty Pinsel. Das ist immer noch mal so der Abschluss eines jeden schönen Make-ups. Augen-Make-ups. Zumindest bevor es zu den Wimpern geht, die ich jetzt noch nicht gemacht habe. Also ein Look ohne Wimpern sieht auch immer recht merkwürdig und doof aus. Finde ich jetzt. Und für unten. Auch nochmal. Das hält das Ganze auch nochmal ein bisschen auf. Gerade wenn man ein bisschen gepatzt hat. Und ich sehe gerade, der Glitzer fällt auch ein bisschen, aber das kann man auch alles, wie gesagt, setten. Ja. Dann hat man das. Und dann würde ich jetzt noch mit einem Kajal unter dem Wimperkranz in einem schönen Braunton arbeiten, weil ich finde, Braun passt auch immer sehr, sehr schön zu so einem Hochzeits-Make-up. Und dann benutze ich den von Bobbi Brown aus der Bobbi & Kate Palette, der sehr cremig und sehr schön ist. Ich weiß gar nicht, wie die Farbbezeichnung ist. Schokolade passt. Und ihr seht, ihr Lieben, der trägt sich regelrecht von alleine auf. Den lassen wir kurz trocknen, dann versmatschen wir den ein bisschen. Das macht aus diesem Hochzeits-Make-up so ein bisschen, dann sieht das nicht so hart aus, so eine Art, ja, rauchigeres Auge. Und ich bin von der Palette eigentlich wirklich recht begeistert. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Ton verwendet. Diesen Ton, den Ton, den Ton, den Ton und den Ton und halt wie gesagt den Kajal. Rouge hatte ich jetzt was anderes und ich bin von der Qualität eigentlich recht angetan. Es ist eine schöne Qualität, muss ich sagen. Ich hätte mir das jetzt schlechter vorgestellt. Also ich habe ja in meinem Weihnachtsgeschenk-Video gesagt, dass ich solche Töne zur Genüge habe und sie jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt viel hat, nicht jedem empfehlen würde. Ist auch immer noch so, aber ich finde es halt von der Qualität und das, was man mitmachen kann, finde ich halt echt wunderschön. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die wirklich in meinem Hochzeitstag oder an meiner Hochzeit zum Einsatz kommt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, so ihr Lieben, jetzt kriege ich kurz die Wimpern. Biegt die auch immer so ein bisschen, ich setze an, ne? Und biegt das so ein bisschen nach oben, aber nicht lange. Dann haben die einen schöneren Schwung. Ja. Und dann putze ich die Wimpernzange auch jedes Mal vorher, danach, also nicht vorher, danach wieder ab, damit die wieder sauber ist fürs nächste Mal. Und jetzt würde ich erstmal noch was versmatschen.
Ja, der fast matcht sich jetzt leider nicht mehr ganz so gut. Ich versuche es mal mit der Präzisionspier. Ja, mehr geht jetzt nicht, aber ist nicht schlimm. Sieht meines Erachtens auch ganz gut aus. Jetzt würde ich mich als nächstes wirklich um die Wimpern kümmern. Da würde ich auf jeden Fall wieder meine L'Oreal Volume Million Lashes, das ist irgendwie so ein bisschen die Mascara meines Vertrauens, wenn es gut aussehen muss. Und ich finde, so ein bisschen bei so einem Look geht nichts ohne künstliche Wimpern, gerade so für Fotos. Aber die habe ich jetzt leider nicht da, weil ich mich mit sowas absolut nicht auskenne. Aber ich würde das dieser Visagistin an dem Tag echt auch auftragen, dass sie sich mich mit meinen Sachen schminkt. Und ja. Und künstliche Wimpern mir wünschen. Gerade halt eben so für Fotos hinterher, die man sein Leben lang halt hat, dass das wirklich richtig schön aussieht. Das ist Schicht Nummer 1. Untere Mascara benutze ich heute eine andere. Ich würde da einfach ein bisschen kombinieren. Da benutze ich auch von Mousy bekommen die Catrice Glamour Doll in Waterproof. Die soll so gut sein für die unteren Wintern. Die Wimpern habe ich von vielen gehört. Ja, das wäre Schicht Nummer 1. Das würde ich jetzt auch erstmal kurz trocknen lassen. Und also unten und würde jetzt oben schon die Get Big Lashes von Essence auftragen, weil ich mit der letztens gute Erfahrungen gemacht habe, Bezug darauf, ja, dass die nochmal echt so einen Schwung Volumen drüber gibt. So als Topping-Mascara praktisch. Für viele wäre das jetzt zum Hochzeitstag oder zur Hochzeit schon zu viel. Aber ich möchte mich wohlfühlen. Deswegen würde ich mich schon selber so schminken. Wie ich mich privat auch schminken würde, weil das einfach ich bin. Ja. So, jetzt würde ich noch eine Schicht unten drunter geben, weil ich habe schöne lange untere Wimpern eigentlich und ich betone die auch immer ganz gern. Um so diesen Puppenaugeneffekt zu
erzielen. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt würde ich noch letzte Patzer ausgleichen. Und der Mascara. Gucken, dass alles perfekt ist. Und dann haben wir es eigentlich unter einer Stunde geschafft, ein Hochzeits-Make-up zu schminken. Miteinander. Worauf ich sehr stolz bin, dass es nicht wieder stundenlang gedauert, obwohl das ja eigentlich auch nicht schlimm ist, aber ich würde noch einen Tipp. Lippenstift. Ah, das könnte ein Liebling. Jetzt im Frühjahr werden, dieser Crystal Baby. Einen, den ich mir auch noch unbedingt zulegen möchte, ist der Max Factor, ich glaube entweder Burn Caramel oder Mulberry, eine von den beiden, weil das auch noch so Lippenstifte sind. Oh, da schleiche ich schon so lange drum herum, mir schreckt immer der Preis ab. Ja, das, liebe Leute, wäre mein Brautlook. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich werde noch mal gleich, und zum Schluss kommt dann, wie gesagt, noch ein bisschen Coco Chanel Mademoiselle Eau de Toilette Form, nicht die Eau de Parfüm Version, weil, ja, das ist auch so mein persönlicher Wohlfühlduft. Da gibt es ein ganz tolles Dupe, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, vom Lidl. Das heißt irgendwie Madame Glamour hieß das oder irgendwas, in so einer weißen Verpackung, sah ähnlich aus. Und das ist einfach mein Duft. Das würde ich an so einem Tag tragen. Etwas, was dezent, frisch, trotzdem ein wenig blumig, floral ist und einfach mit meiner Körperchemie harmoniert und nicht zu aufdringlich ist. Aber einfach irgendwie toll. Natürlich Pflege bei sowas nie vergessen. Ich komme jetzt noch mal ein bisschen näher. Ich würde vielleicht auch noch mal ranzoomen. Wie sehen meine Haare? Ja. Wie gesagt, lasst euch nicht von meinen Dekolleté-Frisselchen abdecken. Das ist eine allergische Reaktion. Ich würde euch jetzt noch mal ein bisschen reinzoomen. Ich finde, die Palette macht schon echt schöne Ergebnisse. Ja. Das wäre der Look. Das hier oben sieht man gar nicht richtig. Ich kann man richtig sehen. So, ihr Lieben. Ich hoffe, es tut mir leid, wenn ich zwischenzeitlich jetzt immer mal in den Bildschirm reingeguckt habe. Ich musste gucken, ob ihr das auch alles richtig sehen könnt. Also es geht ja in dem Video auch nicht darum, dass ich permanent in die Linse gucke. Es ist ja ein Video, wo ich auch mit dem Spiegel viel gearbeitet habe. Ich hoffe, das wisst ihr. Bei so einem Tutorial geht es halt nicht anders. Da muss ich das so machen. Aber bei normalen Videos, wo ich jetzt nur was präsentiere oder zeige oder reviewe, schaue ich natürlich permanent in die Linse. Das ist ganz klar. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich hoffe, ihr liebt oder beziehungsweise findet dieses das ist meine Version eines Brautlooks. Findet ihr schön? Ich glaube, ich würde auch jeden Tag so rumrennen. Also das ist etwas, wie ich mich wohlfühlen würde, auch so auf einer Hochzeit. Und trotzdem, wo ich mich ein bisschen wuhu fühlen würde. Wahrscheinlich würde ich bei einer Visagistin dann nur noch künstliche Wimpern wollen und dann ein schönes Kleid und walle-walle Haare und richtig schön gepflegt von oben bis unten und so. Und dann kann das auch nur ein ganz, ganz toller Tag werden. Und ja, das ist meine Version von einem Romantik-Braut-Etwas. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude daran.
Ich auf jeden Fall. Und sagt mal, ob euch das zu extrem oder zu dezent wäre, ob ihr das anders machen würdet. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich hoffe auf euren Austausch mit euch, also auf einen Austausch mit euch, auf viel, viel Feedback. Kommentare, Däumchens, ihr wisst, freut mich immer. Abo ist kostenlos. Wer mich abonnieren möchte oder mich noch nicht abonniert hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal mal vorbeischaut. Und liebe Mausi, ich habe hoffentlich deine Aufgabe zu voller Zufriedenheit erfüllt. Das Kleid hatte ich ja, wie gesagt, schon angehabt. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen so für mich interpretiert und werde euch das noch anheften. Und ja, stellt euch einfach das Kleid mit diesem Look vor und einem Schleier und noch so drum und dran. Ne? Das kann ich jetzt nicht alles komplett simulieren, aber wie gesagt, das wäre meine Interpretation. So, ihr Lieben, das war's mit meinem Gesabbel. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mal schauen, ob ich gleich noch ein Video drehe. Ihr werdet es ja dann sehen. Und ich wünsche euch was, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao.